Hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 4, A Thief's End. So, wir haben genug gezockt. Ach, geht die Entdeckungstour jetzt weiter? Hat aber einer gehaust. Verheiratet. Wow. Na, das gefällt mir. Was haben wir hier? Ein Ragnarok? Daran arbeitest du gerade? Bangkok. Kein Ragnarok. Reiseführer. Okay. Der ultimative Reiseführer für Bangkok. Farbige Karten, Stadtgeschichte, Rundgänge, Bus- und Zugfahrpläne, Tagesausflüge und längere Abenteuer. Hotels, Hostels, Bars, Nachtleben. Egal, ob Sie schon einmal in Bangkok waren oder ob es Ihre erste Reise in die thailändische Hauptstadt ist, dieses Buch wird Ihnen bei der Reiseplanung helfen, von den üblichen Touristenzielen bis hin zu Abenteuern abseits des Tourismusrummels. Besuchen Sie den großen Palast und den Lak Muang-Schrein auf der historischen Ratatonkin-Insel. Entdecken und probieren Sie die Waren des Chochok-Marktes. Finden Sie heraus, wo man am besten etwas trinkt, ein Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet. Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesem Reiseführer das Beste aus Ihrer Reise machen. Wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. Tja. Im Klo gibt's nichts. Nepal. Also verheiratet jetzt der Nate. Cool. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Das Essen holen. Hol mal das Essen. Bitte. Bierchen. Trinkst du das auch? Sehr schön. Fertig, okay.
Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Hm. Boah, ich hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal den Tag. Was? Hm? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben ein Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand eine Art Plan. Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Flüge in Bangkok, die haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war, die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen Niemals. Sind. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Klar. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Na, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. PS1. Okay, sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Der Anfang damals, der war irgendwie voll episch, oder? Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot? Gibt's ein Problem? Nein, nur... Wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Drehangriff! Ja, und mit X springst du. Okay, wo ist X? Beim rechten Daumen.
von dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich habe dem Felsblock nichts getan. Das dreht nicht weh? Das ist die falsche Richtung. Hä? Lauf nach unten. Ich weiß. Ich sehe mich nur um. Alter! Oh! Du bist reingefallen. Ich weiß. Hier kletter ich raus. Realistisch. Ich wäre rausgeklettert. Was soll ich klettern lassen? Klettern hat mir immer geholfen. Benutzt den Drehangriff. Welche Taste? Kreis, Drehangriff. Das war. Nicht so schön. Alter! Fuchs in Jeans. Okay, nimm die Fuchs. Das Ding rollt einfach weiter. Da kommst du ein extra. 100? Wer hat Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Übrigens, Füchse können das nicht. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Nein. Aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Die Grafik ist ziemlich gut. Und nicht? Okay, zerstört. Oh, Alter! Vielleicht tut es was. Kann man nicht rüberspringen? Fiese Sache. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, langsam. Langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu mir? Langsam.
Setz dich. Erzähl mir von dir. Hm? Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Okay, vor ein paar Jahren war ich in den Raub einer Öllampe aus einem türkischen Museum verwickelt, okay? Öllampe? Sie war ein Artefakt aus Marco Polos verschwundener Schatzflotte. Kublai Khans Schatz? Ja. Ja, und wie sich herausstellte, war verdammt viel mehr auf diesen Schiffen als nur Schätze. Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Siehst du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja. Sie haben Ehefrauen, die auf Sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿bist du bereit, dein Glück zu suchen?
vámonos. Voll gut, das Game. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich. Und dann für Nüsse, ne? Sammy, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Pedazo. Ocupate de la puerta. Nunca saldrás de aquí, vivo. Verdammt. Opa. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier, die wirst du brauchen. Ja, gib mal her. Du weißt noch, wie man damit umgeht. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Haganlo. Das sehe ich. I hope so. Ich kriege irgendwie ein bisschen auf die Fresse hier. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, geh en Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Alter. Ist du okay? Ja. Ein bisschen ja, früher, nächstes Mal. Gib her. Alter. Alter.
Warte. Ich. Gleich sind wir entweder frei oder tot. Bist du bereit? Was? Zurück! Warte. Junge, mach doch keinen Scheiß. Ach du Scheiße. Toll. Du bist ja richtig gut in Deckung gegangen, Alter. Scheiße! Fuck! Ich dachte, da wäre nur das MG. Gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger,
Ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Cuccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er sweat, das haben wir. Tja, Alcazar lässt mich gehen. Hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Nein, auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar.
Hallo, Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Einmal ein Dieb? Immer ein Dieb, oder wie? Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Da blinkelt was. Ist das cool? Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Nicht? Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Wo soll ich denn danach hin? Auf geht's. Da wahrscheinlich, ne? Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Ja.
Wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Janu, wo willst du jetzt hin? Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Ich hab keine Ahnung. Echt, so ein Quatsch soll ich machen? Ach so. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Alter. Okay. Hey. Falsche da in die Richtung. Gehst du hoch? Sopravvissuto. Warte. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene lì sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vince. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Und nun? So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Willst du mit mir quatschen? Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Da, unser Fenster. Müsste halten. Bisschen was ablassen, würde ich sagen. Okay, komm runter. Das Lampen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Nicht wirklich. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, stelle ich fest, wir müssen Feierabend machen. Von daher. Ach komm her. Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. So, ich wünsche euch was. Bye, bye.